Die Nacht. Es stehen nur noch 5 Runden aus. Sehen wir uns die derzeitigen Punkte mal an. Und Platzierung. Waluigi liegt in Führung. Auf dem 2. Platz folgt Luigi. Auf dem 3. Platz steht momentan Mario. Warte mal, wieso ist eigentlich Luigi auf dem 2. Platz? Naja, alle geben offensichtlich ihr Bestes. Eine spannende Angelegenheit. Aber wer wird gewinnen? Holen wir doch mal einen Expertentipp ein. Ihr habt es vielleicht kommen sehen, wer die Feuersage treffen soll. Kamek. Nein, König Buhu. Luigi hat das Spiel in der Tasche. Widerspruch wird nicht geduldet. Zeit für deinen Auftritt, Luigi. Luigi ist als Sieger vorhergesagt und erhält als Bonus die Geisterglocke. Die Geisterglocke. Buhu klaut ein... Ey, Mitspieler, was für ein Ding? Stern? Für 50 Münzen? Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Ab jetzt gilt Folgendes. 6 Münzen, blaues Feld, minus 6 beim Roten. 5 Münzen, mehr einzahlen in der Bank. Und Duell auf demselben Feld. Das Spiel ist noch nicht entschieden, also kämpf weiter. Ja, das Spiel ist in der Tat noch nicht entschieden. Mit der Macht der Geisterglocke, die wir jetzt innehaben, können wir das Spiel tatsächlich noch rumreißen. Nicht zu vergessen, wir haben auch noch den Warp-Würfel. Wer könnte mir jetzt eigentlich am gefährlichsten werden? Natürlich war Luigi. Waluigi kann jetzt immer noch am gefährlichsten werden. Also müssen wir ihm gleich erstmal mit der Macht der Geisterglocke einen Stern entfernen. Ja, und okay, ich dachte jetzt, Wario holt sich... Nein, er kann ja jetzt leider noch keinen Buhu in Angriff nehmen. Aber vielleicht jetzt. Okay, es ist doch irgendwie anders. Anders als erwartet. Ich hätte wohl das Spielfeld wirklich ein bisschen besser im Blick behalten sollen. Aber leider kann der Sack jetzt Wario immer noch am meisten Sterne abgreifen. Okay, jetzt er sagt, dass den Warp-Würfel zu benutzen bringt nichts. Zwei? Das ist ja mal eigenartig. Aber gut. Mitspieler einen Stern oder Münzen gratis? Nein, ich will einen Stern. Her mit dir. Läuten wir die Glocke. Buhu, komm herbei. Und für 50 Münzen will ich einen Stern. Von Waluigi. Kommt, meine Geisterbrigade. Bringt meinen Stern. Auf das die Macht mein sein wird. Und wir dürfen noch würfeln. Ah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Erneut das Bowserfeld. Na, sieh mal an, wer ist denn da wieder? Bist du gespannt, was sich auf mein Feld erwartet? Schauen wir doch mal. Oh no.
Allein wegen der Bowser-Geschichte müssten wir einen Stern kriegen. 1 gegen 3 Minispiel, das ist nicht gut. Coca-Cola, da haben wir zwar schon mal gewonnen. Aber das heißt, er sagt nicht, dass wir jetzt dieses Mal richtig ausweichen können. Wo hat da eigentlich Waluigi hingestampft? Das muss man sich eigentlich wirklich mal fragen. Okay, 4 Runden. 4 Runden, die über alles oder nichts entscheiden können. Okay, wir haben wenigstens jetzt noch das Glück. Keiner kann jetzt aktuell einen Buhu benutzen. Aber die Geschichte mit den Dreifachwürfeln ist doch jetzt schon ein bisschen zu mies. Und diese läppischen 5 Münzen bringt ja bei Wario nichts. Was ist sein Plan? Jetzt erstmal den Tag erwachen zu lassen. Das ist jetzt erstmal Waluigis Plan gewesen. Nein, das bringt mir alles nichts. Oh Gott, das wird ja ziemlich knapp werden. Rennbahn. Okay, da kann ich nicht gewinnen. Nein, dabei kann ich einfach nicht gewinnen. NPCs sind da wieder mal im Vorteil. Wie schon gesagt, NPCs sind da einfach im Vorteil. Und schon in Kürze, in den restlichen Runden, in den letzten 3 Runden, da wird mir dann auch gleich schon mein Vorsprung weggenommen. So viel ist jetzt sicher. Ich sag das doch. Mein Vorsprung wird mir jetzt weggenommen. Und das Ganze hat ihm jetzt ausgerechnet auch noch die Hälfte gekostet. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Oh toll, Waluigi ist jetzt auch in der Nähe des nächsten Sterns.
Und ich bezweifle irgendwie, dass er jetzt nur eine 2 würfelt. Tja, der Stern wurde wieder mal versetzt. Unser Glück war Luigi. Hat jetzt erstmal keinen Stern. Es kann sich aber gleich schon wieder ändern, denn Waluigi besitzt immerhin auch noch eine Hundepfeife. Tja, hätte ich jetzt, sag meine Geisterglocke nicht aktiviert gehabt. Oh nein, jetzt kommt ein Duell. Ein Duell. Waluigi gegen Luigi. Wähle, wie viele Münzen du einsetzt. Maximal. Gut, Waluigi, wie viele Münzen willst du einsetzen? 16. Ach, na toll, jetzt kann ich sicherlich meine Münzen verlieren. Was ist jetzt das Minispiel? Das Duell-Minispiel. Das ist doch wirklich blöd mit dem Lenken hier. Das war ein blödes Minispiel. Wieso musste das eigentlich auch ins Gegenteilige gelenkt werden? Hätte es nicht so schön sein können, dass wenn man nach rechts lenkt, man natürlich, sag auch nach rechts dann auch wirklich lenken tut? Und nicht eher sagt, dass es hier so blöd ist, wenn man nach rechts lenkt, dass man dann nach links lenkt. Tja, kratzende Kufen. Ist das jetzt wieder gegenteilig? Oder kommt mir das bloß so vor, weil das Spielfeld so blöd ist? Start.
Das war doch irgendwie abzusehen. Okay, zwei Runden. Zwei Runden stehen noch aus. Keinen weiteren Stern können wir jetzt kriegen. Ist leider so. Tja, jetzt kommt es am Ende wirklich auf die Bonussterne an. Wenn wir allerdings jetzt nochmal Pech haben, dann könnte der nächste Stern auch in der Nähe von Wario landen. Also gut, als nächstes bräuchten wir auf alle Fälle zwei Bonussterne, um noch zu gewinnen. Also irgendwie kosten auch die Items hier ein bisschen zu wenig auf diesem Spielbrett. Na gut, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir können ja sogar höchstens vielleicht... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Bedauerlich. Einfach nur alles bedauerlich. Das letzte Vierer-Minispiel, wo man jetzt auch noch Münzen gewinnen kann. Ist wirklich so ein Problem, wenn NPCs im Vorteil sind. Okay, ich dachte eigentlich, wir könnten das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigen. Aber auch hier hat Wario, der Goldesel, der Geldsack, wieder gewonnen. Sicherlich gibt es dann einen Münzbonusstern.
Einen Sticker-Star gibt es auf jeden Fall nicht. Das würde höchstens passieren, wenn man online spielt oder gegen andere Spieler. Tja, so wie das Spiel begonnen hatte, so endet es jetzt auch, und zwar am Tage. Tja, egal was ich jetzt mache, es ist unnötig. Letztes Minispiel. Bringt das jetzt im Großen und Ganzen noch was zu uns? Ich denke mal eher nicht. Versuchen wir einfach noch mal kurz mal Mario einzustampfen. Und dann war es das dann auch erstmal. Tja, letztes Minispiel, Mario gewinnt. Es sind alle Runden gespielt, tolle Partie, kommen wir zu den Ergebnissen. Wer wird den Gesamtsieg davon tragen? Gehen wir als S die Boni durch. Als S vergeben wir jetzt den... Flitzerbonus. Wer die meisten Felder gelaufen hat, das war Wario. Wario oder Walu... Oh, Mario... Dann nochmal. Als zweites den Ereignisbonus. Tja, keine Ahnung, an wen der jetzt geht. Wieder Mario. War Luigi. Und Luigi. Tja, blöd. Ich müsste mindestens auf dem dritten Platz, glaube ich, sein. Okay, dann bin ich auf dem zweiten Platz. Mario! Mario hat sich den ersten Platz geschnappt. Sensationelle Vorstellung. Du hast mehr Items als die anderen eingesetzt. So gewinnt man Spiele. Luigi hat den zweiten Platz erreicht. Du hast alles gegeben. Tolle Platzierung. Du warst oft auf einem Bowserfeld. Dein Mut sucht seinesgleichen. Dritter Platz für Mario. Toll gekämpft bis zum Ende. Du bist am häufigsten auf blauen Feldern gelandet. Münzen sind stets hilfreich. Auf dem vierten Platz ist Waluigi gelandet. Bis zum Ende toll gekämpft. Du hast Großkönnen bewiesen mit den meisten Minispielsiegen. Tolle Vorstellung von allen. Kommen wir nun zum Endergebnis.
Tja, es wäre vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Naja, sehr viel anders wäre das eigentlich doch nicht ausgegangen. Das Einzige, wo ich punkten konnte, wäre, sag, hier mit dem Bowserfeld. Ansonsten gab es wirklich nicht allzu viel, mit dem ich hätte gewinnen können. Ja, mit 119 Schritten war ich ja, sag, auch am langsamsten. Na gut, dann hätten wir jetzt hier erstmal das Ende erreicht. Das war erstmal das letzte Brett. Haben erstmal noch ein paar weitere Level-Ups erhalten. Und mal sehen, was wir dann im nächsten Part mal tun. Mal sehen. Minispielberg. Oder mal den Online-Modus ausprobieren. Wäre ja eigentlich auch erstmal was. Und damit sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.